Das gaußsche Fehlerintegral ist ein Parameterintegral, das mathematisch betrachtet eine Verteilungsfunktion beschreibt, also eine aufsummierte Wahrscheinlichkeit von minus unendlich bis hin zum Parameter selbst, und zwar der Standard-Normalverteilung. Anwendung hat das zum Beispiel in der Signalverarbeitung, wo es ein Modell für das weiße Störrauschen ist, das in Übertragungskanälen das Nutzsignal überlagert. So ungefähr sollte das klingen. In diesem Video zeigen wir die Normiertheit dieses Fehlerintegrals. Das heißt, dass der Grenzwert für z gegen unendlich gegen 1 konvergiert. Das ist deshalb sinnvoll, weil wir dann diese Funktion hier für Wahrscheinlichkeitsrechnungen benutzen können. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Übertragungskanal fehlerfrei arbeitet. Los geht's. Das Einzige, was wir im Grunde nur machen müssen, um zu zeigen, dass dieses Parameterintegral hier für z gegen unendlich auch tatsächlich gegen 1 konvergiert, ist dieses Integral hier zu untersuchen. Also das Integral von minus unendlich bis Grenzwert plus unendlich von e hoch minus 1/2 t Quadrat dt. Und lass uns mal den Wert dieses Integrals gleich i nennen. I für Integral, das passt ganz gut. Und vielleicht erkennst du auch schon, vor welchem Problem wir hier gerade stehen. Denn die Funktion e hoch t Quadrat oder auch e hoch minus 1/2 t Quadrat, die haben keine Stammfunktionen in geschlossener Form. Sprich, die Stammfunktion lässt sich nicht wesentlich schöner ausdrücken als mit diesem Integralzeichen hier. Aber wenn dieses Integral Grenzen hat, dann lässt sich der Wert dieses Integrals ziemlich einfach bestimmen. Entweder numerisch oder, wie wir es gleich machen werden, exakt und analytisch. Aber zugegeben, auf diesen exakten und analytischen Wert, auf diesen Lösungsweg, da kommt man nicht einfach so drauf. Das ist eher ein Trick, der speziell hier funktioniert, als eine allgemeine Methode. Also entweder bist du ein Genie oder du heißt Poisson, um da selber drauf zu kommen. Und zwar hat sich Poisson überlegt, wenn wir dieses Integral doch nicht eindimensional lösen können, ja, ist ja nur nach einer Variable wird hier integriert, dann lass uns doch einfach zum Zweidimensionalen übergehen. Vielleicht klappt es ja dann. Und das hat er auf eine ziemlich freche Weise getan. Er hat einfach nur beide Seiten quadriert. I Quadrat ist also das Quadrat von unserem gesuchten Integral. So, und dieses Quadrieren hat eigentlich nur den Sinn, dass man jetzt dieses Produkt auseinanderziehen kann. Man kann einfach sagen, Integral mal Integral. Du wirst dich vielleicht gerade fragen, was soll das Ganze? Aber du wirst schon sehen, das entscheidet nämlich die Aufgabe. Jetzt ist es nämlich so, dass dieser Buchstabe, nach dem wir integrieren, ja vollkommen frei gewählt werden kann. Ob wir das nun T nennen oder S oder X, Y, Z, das spielt keine Rolle. Wenn ich jetzt den Buchstaben T durch den Buchstaben X ersetzen würde oder durch Y, dann kommt ja derselbe Wert bei raus. Und genau das werden wir tun. Wir werden diesen einen Buchstaben hier X nennen, den anderen Y, einfach nur damit das hier verschiedene Buchstaben sind und wir eben andeuten, dass wir uns in mehreren Dimensionen befinden. Siehst du das? Hier ist es ja immer noch dasselbe T, immer nur noch ein Buchstabe. Aber wenn ich das jetzt X und Y nenne, dann kann ich nämlich arbeiten mit einem XY-Koordinatensystem und plötzlich bin ich im Zweidimensionalen. Also, wir nennen das eine T hier X und hier nennen wir es Y, weil es den Wert des Integrals zwar nicht verändert, aber uns hilft, dieses Doppelintegral dann ganz einfach zu lösen. Da wir jetzt zwei unterschiedliche Integrale haben mit zwei unabhängigen Variablen X und Y, siehst du das? Hier vorne kommt kein Y vor und hier hinten kommt kein X mehr drin vor. Und diese beiden Integrale existieren, können wir beide einzelnen Integrale zusammenfassen zu einem Doppelintegral. Also wir können daraus machen, das Gebietsintegral, bei dem x und y jeweils immer noch die Grenzen von minus unendlich bis plus unendlich haben, nur eben, dass wir jetzt auch die Integranten hier multiplizieren dürfen. Also e hoch minus 1/2 x Quadrat mal e hoch minus 1/2 y Quadrat. Und immer noch dx, dy, nur eben jetzt als ein zweidimensionales Gebiet aufgefasst. Und bevor wir weitermachen und ich hier erkläre, was der ganze Spaß soll, lass uns noch mal kurz diesen Integranten hier schöner zusammenfassen. Denn wir haben mal gesagt, ein wunderschönes Potenzgesetz, wenn die Basen gleich sind, dann dürfen wir die Exponenten addieren. Na, bei einem Malzeichen, bei einem geteilt Durchzeichen würden wir sie abziehen voneinander. Okay, wenn wir die beiden addieren, machen wir es kurz, dann klammern wir direkt noch eine minus 1/2 aus, damit jetzt dieser wunderschöne Term x² plus y² dasteht. Und vielleicht hast du jetzt sofort schon eine Idee. x² plus y², das ist doch die Funktionengleichung von einem Kreis. Und bei Kreisen haben wir mal gesagt, denken wir an Polarkoordinaten.
Okay, diese logische Kette war jetzt nicht ganz stimmig, denn wir haben mal gesagt, nur weil im Integranten solche Kreise vorkommen, x² plus y², denken wir noch nicht sofort an Polarkoordinaten. Nur wenn diese Kreise, diese Kreisgebiete in den Integrationsgrenzen vorkommen. Und tatsächlich, das tut's. Sieht vielleicht nicht so aus, denn mit x von minus unendlich bis plus unendlich und y von minus unendlich bis plus unendlich ist ja eigentlich nur die gesamte zweidimensionale Ebene gemeint. Also alles, was es hier gibt. Aber alle nur möglichen reellen Zahlen in x- und y-Richtung, die bilden auch eine Kreisscheibe. Und zwar eine Kreisscheibe um den Koordinatenursprung, die unendlich groß ist. Also wenn wir diese Kreisscheibe anfangen lassen bei der 0 und dann aufspannen bis in die Unendlichkeit, dann haben wir doch auch die gesamte Ebene beschrieben. Und das ist der Trick. Also wir gehen an dieser Stelle über zu Polarkoordinaten. Schritt Nummer 1 dabei ist, die Substitution aufzuschreiben. Polarkoordinaten, ich hoffe, du erinnerst dich, besagt, dass wir die eine Variable setzen zu Radius mal Cosinus vom Winkel und die andere Variable setzen zu Radius mal Sinus vom Winkel. Wichtig aber, dass zu dieser Parametrisierung auch noch die Grenzen gehören. Und zwar wollen wir hier den gesamten Kreis haben, also eine 360-Grad-Drehung hinlegen. Deswegen soll der Winkel von 0 bis 360 Grad laufen. Und der Radius, das ist das Entscheidende, der beginnt bei 0 und breitet sich dann bis in die Unendlichkeit aus, um wirklich jeden Punkt dieser XY-Ebene zu erreichen. Also von 0 bis unendlich. Aber das reicht nicht. Ja? Nicht nur, dass wir jetzt jedes X und Y dadurch ersetzen und unsere neuen Integrationsgrenzen die hier sind, sondern wir müssen auch uns noch um diese Differentiale kümmern. Also Schritt Nummer 2 oder Schritt Nummer 3, je nachdem, wie kleinschrittig du das gerne unterteilen möchtest. Die Differentiale, die x und die y, die werden, Vorsicht, nicht einfach nur zu dr und dphi, sondern es muss immer noch was dran multipliziert werden. Das vergisst man gerne. Und zwar die Determinante der Jacobi-Matrix von unserer Substitution. Schau es dir auch gerne nochmal an, wenn du es gerade nicht mehr auf dem Schirm hast. Das ist bei Polarkoordinaten aber zum Glück immer der Radius r. Und jetzt lass uns einfach mal alles eintragen und schauen, was passiert. Also aus diesem Integral hier wird ein anderes Doppelintegral. Und zwar mit Integrationsgrenzen, die jetzt nicht mehr von x und y abhängig sind, ja, x ist gleich und y ist gleich, sondern von Radius und Winkel. Und die Integrationsgrenzen, die stehen immer hier direkt. Der Radius hat die Grenzen von 0 bis unendlich und der Winkel von 0 bis 2π. Alles klar, haben wir uns darum schon mal gekümmert. Jetzt kommt der Integrand e hoch minus 1/2. Und wichtig, dass du jetzt nicht mehr x² und y² benutzt, denn im Folgenden brauchen wir nur noch Radius und Winkel. Also jedes x ersetzen durch den da oben und jedes y ersetzen durch den hier. Setz das ruhig mal ein. Ja, haben wir uns schon mal in einem anderen Video angeschaut. Ich mache es jetzt mal kurz, einfach nur r². Mach dir aber gerne noch mal kurz den Spaß, quadriere den Term und klammer ein r² aus. Erinnerung, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1. Also im Grunde haben wir es gerade nochmal besprochen, aber schau es dir gerne nochmal kurz in Ruhe an. Dann geht's weiter mit dem Term hier. Also wir haben die Integrationsgrenzen ersetzt, wir haben den Integranten ersetzt und jetzt noch die Differentiale. Und zwar durch r mal, ich schreibe das gerne nach vorne, kannst es aber auch hinten lassen, ich finde es aber einfach schöner. Dieses Doppelintegral bleibt jetzt noch über. Und weißt du was? Lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Schritt. So wie wir gerade eben die beiden Integrale zusammengefasst haben, um sie dann als eines zu betrachten, können wir sie jetzt auch wieder voneinander trennen. Wir haben sie nur deswegen zusammengefasst, damit wir hier mit Polarkoordinaten substituieren konnten. Und zwar, lass uns doch direkt mal das äußere Integral berechnen. Dieser Term hier drinnen beinhaltet kein einziges Phi. Das bedeutet, er ist unabhängig von Phi, er ist konstant bezüglich Phi. Und was passiert, wenn man eine Konstante integriert? Naja, man hängt die Variable einfach nur hinten dran. Also man hängt die Variable Phi einfach nur ans Integral dran, entweder davor oder dahinter, wo du gerade Platz hast. Tatsächlich finde ich es irgendwie schöner, wenn ich es davor schreibe. Mal gucken, ob ich noch Platz habe. Mal Phi.
Und dann können wir auch direkt noch die Integrationsgrenzen von 0 bis 2 Pi eintragen. Das bedeutet nämlich, wenn wir hier die Grenzen einsetzen, bleibt als Vorfaktor einfach nur 2 Pi über. Und dann müssen wir uns lediglich um dieses Integral kümmern. Und das funktioniert wieder mit einer wunderschön einfachen Methode. Und zwar der Substitution. Eine Art Grundregel für die Substitution, die zwar später bei schwierigen Aufgaben nicht immer zu 100% funktioniert, aber zumindest für alle Integrale aus der Schulzeit und für die meisten aus der Studienzeit, vor allem am Anfang, ist folgende. Substituiere den Term, dessen erste Ableitung ein Faktor im Integranten ist. Okay, das ist ein bisschen kompliziert formuliert vielleicht. Leichter geht es leider nicht. Wir substituieren den Term, dessen erste Ableitung ein Faktor im Integranten ist. Siehst du das? Die Ableitung von 1/2 r² ist gleich r. Und genau die erste Ableitung davon, dieses r, ist ein Faktor im Integranten. Und wenn du das beobachtest, dann weißt du, die Substitution funktioniert innerhalb von nur einer Zeile und du bist mit der Aufgabe fertig. Es gibt auch noch andere Arten von Substitution, schau dir die aber nochmal in einem anderen Video an, wenn dich das interessiert. Also wenn wir diesen Term substituieren, dann funktioniert das ganze Spiel. Jetzt vergleich das mal mit unserer Ausgangsaufgabe. Hier stand kein t mehr mit dran. Hier steht aber schon ein r mit dran. Also der Unterschied ist nur dieser Vorfaktor. Und genau dieser eine Vorfaktor, der vielleicht den Integranten etwas schwieriger erscheinen lässt, der rettet uns und macht dieses Integral kindereinfach. Das hier oben ist aber so schwer, dass man Jahrhunderte dran versagt hat. Also, wenn wir diesen Term substituieren, dann funktioniert das ganze Spiel. Wir machen es genau wie eben. Wir geben dem Ganzen einen neuen Namen. Nennen wir es zum Beispiel z. Also im Folgenden ersetzen wir den Term hier oben durch z. Und dann Schritt Nummer 2, wir müssen uns noch um die Differentiale kümmern, denn die müssen ja auch eliminiert werden. Dr kriegen wir ganz einfach weg über so eine, über die Ableitung. Wir leiten einfach diesen Term hier nach r ab. Z' ist gleich r, haben wir gerade schon überprüft. Nur dass wir nicht z' schreiben, könnte es auch machen, aber praktischer wäre hier an dieser Stelle dz durch dr. Das ist eine, allgemeinere Schreibweise von z'. Die brauchen wir jetzt nur deshalb, damit wir dz und dr voneinander trennen können. Damit wir das Ganze wirklich nach dr umstellen können und hier einsetzen können. Ja, damit wir das wegbekommen. Also lass uns das Ganze noch nach dr umstellen, indem wir einfach mal dr durch r rechnen. Also die beiden vertauschen einfach nur ihre Plätze. Und damit haben wir dr ist gleich dz durch r. Alles klar, jetzt einfach nur noch das Rote in das Rote einsetzen, das Blaue in das Blaue und dann sind wir so gut wie fertig. Wir haben ganz am Anfang 2π mal dem Integral. Wichtig aber, dass wir jetzt kein r-Integral mehr haben, sondern ein z-Integral. Wenn wir nämlich nach z integrieren, dann dürfen die Grenzen keine r-Grenzen mehr sein. Also es könnte sein, dass diese beiden Dinger hier sich noch verändern. Aber erstmal der Integrant. Alles, was nicht umrahmt ist, schreiben wir ab. R mal e hoch. Und jetzt das Rote ins Rote. Also für 1/2 r² setzen wir ein z ein. Und das Blaue ins Blaue. Also für dr setzen wir ein dz durch r. Dz durch r. Und schau mal. Mal r durch r. Was für ein Zufall. Die kürzen sich weg. Nein, natürlich kein Zufall. Denn die kürzen sich immer genau dann weg, wenn wir den Term substituieren, dessen erste Ableitung ein Faktor im Integranten ist. Also hättest du diese Substitution da oben schon benutzt, dann hätte sich genau dieser Term nicht weggekürzt und wir wären der Lösung keinen Schritt näher gewesen, leider. Alles klar, jetzt noch die Grenzen. Um von R-Grenzen auf Z-Grenzen zu kommen, benutzt du einfach diese Schlüsselgleichung hier, diese Substitutionsgleichung. Das ist wie eine Art Wörterbuch, ein Übersetzer. Er übersetzt R-Werte in Z-Werte. Na, zum Beispiel, wenn ich R gleich 1 habe, dann gehört der z-Wert 1/2 dazu. Und wie sieht es mit der 0 aus? Zu r gleich 0 gehört z gleich 0. Ah, perfekt, hat sich nicht geändert. Und unendlich? Unendlich Quadrat bleibt unendlich und die Hälfte davon, ist immer noch unendlich. Okay, wunderbar, die Grenzen haben sich nicht verändert, aber merkt ihr bitte, bei der Substitution könnten die sich ändern. Na gut, was haben wir noch über? Wir haben 2π mal dem Integral von 0 bis unendlich von e hoch minus z. Ganz streng genommen müsste man jetzt hier so eine Grenzwertbetrachtung draus machen. Das ist ein uneigentliches Integral, weil wir eine unendlich große Integrationsgrenze hier drin haben.
Aber auf diesen kleinen Zwischenschritt verzichten wir. Schau dir aber unbedingt nochmal das Video dazu an. Wir werden das Ganze jetzt direkt angehen. Auch wenn das, ich gebe es zu, mathematisch nicht 100% korrekt ist, aber wir wollen jetzt nicht diesen wunderschönen Beweis an so etwas Technischem noch unnötig in die Länge ziehen. Also e hoch minus z integriert bleibt e hoch minus z mit dem Kehrwert von diesem Vorfaktor hier. Kehrwert von minus 1 bleibt minus 1. Also mal minus 1 können wir auch einfach hier vorne hinschreiben. Jetzt noch die Grenzen eingesetzt, auch wenn es vielleicht mathematisch nicht 100% korrekt ist. Es funktioniert an dieser Stelle, wenn wir unendlich einsetzen, haben wir e hoch minus unendlich. Ja, folg einfach der e-Funktion in Richtung der minus Unendlichkeit. Da wirst du sehen, das Ganze schmiegt sich der x-Achse an. Also wenn wir unendlich einsetzen, dann kommt da gerade 0 bei raus. Minus die untere Grenze eingesetzt, e hoch 0 ist eine 1. Perfekt. Das hier wird zu einer minus 1. Minus 1 mal minus 2pi. Hier können wir es noch hinschreiben. Da kommt schlussendlich 2pi als Ergebnis bei raus. Wow, wir haben es geschafft mit der Methode, die sich Poisson ausgedacht hat. Und was sagt uns das Ganze jetzt? Naja, eine ganze Menge. Wir wissen jetzt, dass das Integral, das wir gesucht haben, zum Quadrat gleich 2pi ergibt. Sprich, wenn wir jetzt noch die Wurzel ziehen, dann haben wir den Wert des Integrals raus, das sich seit Jahrhunderten analytisch nicht lösen ließ. Und dank der Idee von Poisson haben wir jetzt rausgefunden, dass dieses Integral von minus unendlich bis plus unendlich genau den Wert Wurzel aus 2pi annimmt. Sprich, wenn wir bei unserer Funktion dort oben, bei unserem Parameterintegral z gegen unendlich schießen lassen, dann geht dieses Integral hier gegen Wurzel aus 2pi. Wurzel aus 2pi geteilt durch Wurzel aus 2pi, das Ganze geht gegen 1. Perfekt. Damit haben wir alle Eigenschaften einer Verteilungsfunktion zusammen. Nochmal kurz zusammengefasst, kannst du auch gerne selber überprüfen. Dieses Parameterintegral da oben, diese Funktion, ist stetig. Sie ist monoton wachsend. Wenn z gegen minus unendlich geht, geht die Funktion gegen 0. Okay, das sieht man vielleicht, wenn hier oben eine Minus unendlich steht, dann addiert man ja nichts auf, man hat also in Summe 0. Und wenn z gegen unendlich geht, das war die unangenehmste Eigenschaft, dann kommt tatsächlich gleich 1 bei raus. Das haben wir gerade eben bewiesen. Und damit ist diese Funktion Phi von z eine Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable. Bedeutet, wir können mit dieser Funktion dort oben Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das eröffnet uns ein ganzes Spektrum von wundervollen Anwendungsmöglichkeiten. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du möchtest, dass in Zukunft auch weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Freunden, deinen Kommilitonen und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.